Hallo ihr Lieben. Tja, eigentlich wollte ich heute mit euch die Action Stanz- und Prägemaschine auspacken, die ich schon etwas länger habe, aber immer noch nicht ausgepackt habe. Das wollte ich heute nachholen, aber dann kam alles anders. Denn ich hatte von euch den Tipp bekommen, Mensch, diese Präzisionsklebeflaschen, mit denen ich also arbeite, gibt es auch beim Woolworth. Also dachte ich mir, Mensch, dann gehe ich doch heute mal beim Woolworth schauen. Ich habe ein bisschen rumsuchen müssen. Ich war schon länger nicht beim Woolworth und war doch sehr erstaunt, wie viele tolle und auch preisgünstige Sachen die haben und auch reduzierte Sachen. Zu dem Thema kommen wir gleich auch nochmal. Ich blende mal kurz ein paar Fotos ein, damit ihr mal seht, wie gut sortiert so eine Bastelabteilung von Woolworth sein kann. Ich wohne jetzt in einer mittelgroßen Stadt. Eigentlich ist sie gar nicht so klein. Sie hat rund 80.000 Einwohner. Jedoch befindet sie sich in Umgebung von sehr, sehr großen Städten. Von daher muss man das eher wie eine Stadt von 50.000 Einwohnern betrachten. Schaut also einfach mal in eurem Woolworth, was da so für Bastelangebote sind oder ob es Woolworth-Geschäfte in einer größeren Stadt gibt, die ihr eh regelmäßig besucht. Ich habe also diese Präzisionsklebeflaschen gesucht und gefunden und ich habe lustigerweise irgendwie zwei gefunden und ich glaube, sie sind die gleichen. Zumindest sehen sie für mich doch sehr gleich aus. Ich habe sie einfach mal beide gekauft, weil ich glaube, ich werde sie zukünftig auch für meine Kurse verwenden, weil sie eben so sehr sparsam sind. Ich gucke jetzt mal gerade einmal, ob ich in irgendeiner Form herausfinde, ob sie sich theoretisch unterscheiden. Kann ich jetzt so nicht feststellen. Wir machen sie mal auf. Dann können wir sie noch besser vergleichen. Was ich schon festgestellt habe, ich habe ja auch eine mit einer Nadel und dann halt diese hier mit dem, wie hier, mit dem Nupsi. Mit dem Nupsi, da hattet ihr mir ja schon Tipps gegeben, wie man die behandeln kann. Hier sehe ich nicht, dass ich es anders auch machen kann als so. Muss ich nur mal gerade gucken. Aber ich glaube, die sind gleich. Ja, hier ist der Deckel etwas transparenter. Hier ist er weiß. Ansonsten machen die für mich doch einen sehr ähnlichen Eindruck. Und sind, glaube ich, auch quasi wie die hier. Also die kauft man tatsächlich leer, um sie dann zu befüllen mit dem Kleber, wie man möchte. Das heißt, man kann dann halt, wenn man so zwei Fläschchen hat, sie auch mit unterschiedlichen Klebern versehen. Um meinen Satz von eben zu Ende zu bringen, ich habe die mit der Nadel, über die ich mich erst beklagt habe, nach dem Motto, ja, das treffe ich doch gar nicht. Das übt sich tatsächlich, diese Nadel da rein zu treffen. Und inzwischen ist mir die sogar tatsächlich lieber als die mit diesem Gumminupsel. Auch wenn ihr mir Tipps gegeben habt, was ich damit machen kann. Also abgesehen davon, dass ich es natürlich festhalten kann, war ein Tipp gewesen. Den fand ich auch ganz pfiffig, das Ganze andersrum zu machen. Dann habe ich das nach unten und es stört mich nicht und kann es aber trotzdem nach oben hin zumachen. Ein weiterer Trick war, dass ich hier ein Gummiband hinpacke. Habe ich jetzt gerade eins greifbar? Ah, das sehe ich, was ich greifbar habe. Habe ich ein Gummiband greifbar? Ja, schon. Natürlich habe ich ein Gummiband greifbar. Das ist jetzt nicht so die Frage. Also man kann hier ein Gummiband drumrum machen und da kann ich das halt jedes Mal drunter stupsen. Ich bin inzwischen ein Fan von den Nadeln und da gibt es tatsächlich diese Nadeln auch zum Nachkaufen. Irritierenderweise im 50er-Pack. Das würde ich mir ja glatt mit euch teilen, wenn ihr nicht so weit weg wärt. Vielleicht werde ich sie mir trotzdem kaufen und dieses Ding hier abmachen und stattdessen die Nadel draufsetzen. Dann habe ich halt 46 Nadeln oder 45 Nadeln übrig. Wenn dann mal einer bei mir einen Kurs besucht, der kann vorher sagen, bring mir bitte eine Nadel mit, dann würde ich das glatt tun.
weil ihr habt mir erklärt, man kann nicht irgendeine Nadel da reinstecken, sie muss ja schon rostfrei sein, damit man hinterher nicht rostigen Kleber hat. Also, 1 Euro kosten 2 Fläschchen beim Woolworth. Ich kann sie nur empfehlen. Wir werden jetzt sogar mal eine befüllen. Dann können wir gleich damit basteln. Ich packe da mal wieder mein Tacky Glue rein. Das ist inzwischen mein Lieblingskleber geworden. Der noch nicht ganz so will wie ich. Einmal gucken. Ja, okay. Also ich kann entweder jetzt die langsame Methode machen oder aber ich kann mal einmal gerade gucken, ob das verstopft ist. Gerade einmal schauen. Ich habe das Gefühl, ja, das war ein wenig verstopft. Ja. Hallo, wir machen Schweinerei. Da habe ich ein bisschen sehr viel Druck aufgebaut. Das sollte man nicht machen. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um die Flasche zu befüllen, um das da zu verhindern. Weil in dem Augenblick, wenn sich eine Luftblase bildet, quaddelt es rüber. Das Tolle ist ja, dieser Kleber trocknet durchsichtig. Trotzdem will ich mal gerade hier einmal die größte Schweinerei verteilen. So. Ja. Das Thema Luftblasen. Womit steche ich da jetzt rein? Nehmen wir nochmal den Draht, ne? Nur Platz. Ich zeichne mich wieder durch Professionalität aus. Aber es kommen gleich noch lohnenswerte Sachen. Bleibt also dran und schaut mir bei meiner Schweinerei zu. Das reicht auch jetzt eigentlich schon, was ich hier drin habe. Ich gucke mal gerade, ob ich es... mal etwas kontrollierter befülle. Ich drücke mal ein wenig. Das heißt, in dem Augenblick, wenn sich eine Blase bilden sollte... kann ich den Druck nachlassen und die Blase einsaugen. Also ihr seht, eigentlich geht es sehr simpel zu befüllen. Passiert natürlich jetzt nichts mehr, ne? Ist klar. Ah, da kommt noch mal so eine Blase. So, dann ist nämlich die Flasche auch schon voll. Das reicht schon. Mal das noch dazu. Ich frage mich gerade, wenn ich das jetzt zuschraube, ob ich das jemals wieder aufkriege. Wir gehen mal auf Nummer sicher und nehmen ein Feuchttuch zu Hilfe, um hier die Schweinerei einmal abzuwischen, dass ich da nicht Schwierigkeiten bekomme, die ich nicht haben will. So, damit können wir gleich arbeiten. Und dann zeige ich euch nämlich weitere Sachen, die ich gekauft habe. Ich könnte das jetzt rausschneiden. Wollt ihr das Chaos sehen? Da schneide ich es raus. Ich lasse das Chaos. Sollt ihr sehen, dass jedem Menschen das passiert, was mir passiert, passieren kann. So, schön. Was habe ich denn noch gekauft? Ganz banale Frage. Wann kauft man am besten Weihnachtssachen? Jetzt könnte man denken, August, dann gibt es noch die größte Auswahl. Ja, das stimmt. Wenn ich was Spezielles haben will oder das Neueste, Schönste haben möchte, dann August. Ansonsten wann? Na, nach Weihnachten. Weil dann sind die ganzen Sachen runtergesetzt. Und das Tolle ist, Weihnachten gibt es jedes Jahr.
Das hier haben die am 27.12. runtergesetzt auf 50 Cent. Das hat ursprünglich 1,49 Euro gekostet. Ist ein kleines Blöckchen 10 mal 10 cm. Ich habe gelernt, das ist perfekt für Explosionsboxen, die ich bisher nicht bastel. Aber man kann damit trotzdem auch sehr schöne Karten basteln. Und ich habe immer, ich muss mal gerade gucken, es sind 100 Blatt für 50 Cent, müsst ihr mal euch mal reinziehen. 100 Blatt und zwar 20 Motive mit jeweils 5 Blättern. Wir gehen sie kurz durch. Wir haben einmal so Tannenbäumchen, könnt ihr das sehen? Dann haben wir solche Sterne. Das Ganze ist in so einem Goldschwarz gehalten. Dann Weihnachtskugeln. Dann so ein Glitzereffekt. Dann Tannenbäume mit Rentier. Tannenbäume. Nochmal Tannenbäume mit Schneeflocken und toller Effekt. Und das ist ja auch süß. Verschiedenen Weihnachtsmotiven, dann so ein Strickmuster. Das soll alles glitzernd wirken. Es ist aber schlichtes Papier. Aber hier ist es schon gut gemacht, ne? Mit der Reflexion. Die ist im Papier eingearbeitet. Das soll so sein. Ich mache mal gerade einmal die Lampe aus, damit ihr eine Vorstellung davon habt. Es gibt keinerlei Reflexion, das ist im Papier eingearbeitet, ganz pfiffig gemacht. Das finde ich richtig cool. So, dann haben wir die nächsten Tannenbäume, dann Streifen, dann so Kringel, dann wieder Rentiere mit diversen anderen Sachen, dann ein grafisches Muster. Reflexionen in Goldschwarz, Kristalle, Schneeflocken, Tannenbäume und zum Schluss noch mal so ein strukturiertes Papier, als ob das so eine Goldfolie wäre. Also sehr edel, 100 Blatt, 50 Cent. Und ich habe noch einen zweiten Block gekriegt. Es gab noch mehr, also es gab noch mehr dieselben Blöcke, zwei unterschiedliche. Ich habe mich echt zurückgehalten und jeweils nur einen gekauft. Also wer in Velbert wohnt, könnte jetzt noch zugreifen. Manche Motive kenne ich davon tatsächlich aus großen Blöcken. Wir gehen auch hier kurz einmal durch. Das ist einmal dieses Motiv, dieses. Ich beschreibe das jetzt nicht groß. Ihr seht es ja, ne? Schneeflocken, dann Christbaumkugeln. Ich beschreibe es doch, wie ihr seht. Elche, Tannenbäume, Ilex. Schnörkel, auch sehr schön. Schaukelpferde. Dann haben wir, das ist ja auch putzig, ein Weihnachtsmann auf Schlittschuhen. Das Motiv kenne ich auch in groß. Nochmal Ilex. Punkte. Schneeflocken. Oder Eiskristalle. Dann so ein süßes Muster. Karos. Tannenbäume. Dann haben wir nochmal Punkte, aber nicht in gleichmäßig. Nochmal Karos, eher aber Rauten. Nochmal Schnörkel. Und wir enden mit so einem Strickmuster. Ja, auch das. 100 Blatt, 20 Motive mit jeweils 5 Blättern, 50 Cent. Finde ich ein Knaller. Also man spart einen Euro. Und guckt doch mal bei eurem Wuli. Aber das war ja noch nicht alles, was ich gekauft habe. Denn es gab auch Washi-Tapes. Oh Mann, als ob ich nicht genug Washi-Tapes hätte. Also 1,99 hätte es ursprünglich gekostet. Ich habe 1 Euro bezahlt und habe einmal dieses Set gekauft. Das hat so Naturfarben, so ein bisschen kraftpapiermäßig. Da habe ich Tannenbäume, Rentier. Ist das eins oder zwei? Nee, es ist tatsächlich eins. Man sieht hier so einen schwarzen Strich. Ich hatte überlegt, ob das zwei sind. Mit einem sehr schönen Muster. Dann Socken. Streifen. Aber so diagonal. Und noch einmal Rentiere. Weil ich das sehr schön finde, dass ich einmal Rentiere in der Richtung und einmal Rentiere in der Richtung habe. Das kann man bestimmt toll kombinieren. Wenn jetzt nicht schon Januar wäre, ne, hätte ich daraus jetzt noch schnell eine Karte mit euch gebastelt. Aber mir ist jetzt echt nicht mehr nach Weihnachtskarten. Und ich habe auch gerade alle meine Weihnachtssachen weggepackt. Eigentlich dürfte ich mich gar nicht so sehr über die Sachen freuen, aber ich tue es trotzdem. So, das nächste, was ich gekauft habe, ist das hier.
Das hat auch, also es sind jetzt drei Sets, vier Sets, die ich gekauft habe, vier unterschiedliche. Auch von 1,99 € auf 1 € runtergesetzt. Diesmal haben wir, es sind immer sechs Washi, sind es immer? Ja, ich glaube ja. Ja. Das finde ich auch total niedlich. Da sind Tannenbäume unten, so teilweise mit Glitzer. Könnt ihr das sehen? Ah, das finde ich auch total schön. Dann hier habe ich auch Tannenbäume, auch teilweise mit Glitzer. Ich muss auch gestehen, das habe ich mir tatsächlich zweimal gekauft. Einmal für Kurse, einmal für mich. Das fand ich sehr, sehr putzig mit dem. Dann hier habe ich so Weihnachtstiere oder ja, weihnachtlich gemachte Tiere, Wintertiere. Dann hier habe ich gar nicht so richtig erkannt, was das sein soll. Das ist ja für mich Dschungel. Da wusste ich nicht so recht, was das mit Weihnachten. Ach, das sollen Geschenke sein. Und wahrscheinlich ein Tannenbaum, ne? Kinders, passt mal auf. Das mache ich mal einmal ein bisschen lose. Dann können wir uns das mal einmal angucken. Na, du bist aber ganz schön feste. Ja, das soll Tannenbaum sein mit Kugeln und Geschenken. Wie lustig. Aber es ist nicht so gemacht, dass ich sie untereinander kleben kann, ne? Dass ein Muster sich ergibt. Das wäre auch pfiffig. Dann haben wir hier noch einmal Katzen mit verschiedenen Hüten und Schals und allem Möglichen. Sehr niedlich. Und nochmal ein glitzeriges, ja, ich würde sagen, Tannenbaumzweige. Also das Set fand ich sehr, sehr schön. Das habe ich gekauft. Und dann dieses Set. Auch auf 1 € runtergesetzt von 1,99 €. Und das ist so klassisch weihnachtlich von den Farben her. Sprich rot-grün gehalten. Einmal klassisches Karo. Dann so ein Geschenke, Schlitten, Rentier und Co-Muster. Dann Nikolaus Köpfe oder ja, dann noch mal Streifenmuster, dann diese Zuckerstangen mit Tannenbäumen und zum Schluss das Muster, was wir in Rot hatten, in Grün. Ähnliches Muster. Hier habe ich Geschenke, dafür habe ich hier Tannenbäume. Wenn ich das hier so gerade richtig sehe. Das gefiel mir also sehr gut. Für 1 € sechs Bänder konnte ich nicht nein sagen. Und das letzte, was ich gekauft habe, ist das hier. Die Glitzerbänder. 1 €. Da war jetzt zweimal Kupfer. Einmal ein sehr schön changierendes Rot. Ah, das sieht bei euch Kupfer aus. Wie lustig. Also das ist so ein echt relativ knalliges Rot. Gucken, wenn ich was daneben packe. Ja, jetzt kann man es ein bisschen besser erkennen. Ja, man braucht also den weißen Gegensatz. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schön schimmerndes Rot. Zweimal Kupfer. Ich frage mich gerade, ob jemand da Bänder ausgetauscht hat. Ein ja, hellgrün, ein kräftigeres Grün. Das ist schon so ein grün-blau, Mint und ein Gold. Das habe ich gar nicht drauf geachtet, ob da vielleicht jemand irgendwie eine Farbe schöner fand und die ausgetauscht hat. Das weiß ich jetzt nicht. So habe ich es auf jeden Fall gekauft für 1 €. Und dann habe ich noch gekauft Blöcke. Und zwar habe ich die ergattern können, statt für 4 € für 2 €. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen höher. Und dann können wir da auch einmal schnell durchblättern, was ich an denen toll fand. Sie sind beidseitig bedruckt. Da ich ja Kurse gebe im Bereich Geschenkverpackungen, ist das immer toll, wenn man innen drin nicht weiß hat. Und auch wenn ich bestimmte Kartentechniken bastel, ist es tatsächlich schön, wenn das Blatt von beiden Seiten gemustert ist. Hier habe ich ein schlichtes Rotes mit einem schönen Muster. Hier hätte ich quasi schon direkt Kartenaufleger, die ich aufkleben könnte. Ich würde eher das Muster nehmen. Dann habe ich dieses Muster hier mit kombiniert. Dann das damit. Ein Happy New Year, Merry Christmas mit Karos. Hier habe ich nochmal Katzen mit Tannenbaum kombiniert mit Äpfeln und Tannenzweigen. Hier habe ich ein grünen Sternen
Hintergrund mit Punkten kombiniert mit Weihnachtsmännern. Dann haben wir hier Rentiere mit Herzchen aus und ein Merry Christmas in Rot. Hier habe ich nochmal so Geschenkanhänger oder aber ich benutze die Seite. Auch die sind ja auch putzig. Könnt ihr das sehen? So Mini-Rentiere, ganz viele. Kombiniert mit auch einem schönen Muster mit Ilex und keine Ahnung was. Dann habe ich hier ein recht schlichtes grünes Papier. Und danach wiederholt es sich. Ja, wow. Ist aber echt viel, ne? Für 2 Euro. Wie viele Blätter sind denn das? Habe ich jetzt gar nicht gezählt. 20 Blätter? 10 Blätter? 2x10? Mal gerade gucken. Ne, 24. 2x12. 250 Gramm. 2 Euro. Also man braucht kein Action unbedingt. Guckt einfach auch mal bei Woolworth, bei Teddy, beim 1-Euro-Laden. Dann habe ich Some Christmas Joy. Es ist übrigens auch Craft Sensations. Ne? Es ist die gleiche Firma, die ihr auch beim Action bekommt. Und 2 Euro günstiger war es beim Action definitiv nicht. Und diese Blöcke habe ich beim Action nicht gesehen. Wir blättern auch hier schnell durch. Wir haben einmal... Ach, ich versuche es nicht zu beschreiben. Ich zeige es euch einfach. Ist einfacher. Das ist ein Hase. Das nehmen wir hin mit Maus. Hier habt ihr dann auch wieder, könnt ihr direkt Karten draus basteln, ratzfatz. Oder aber, wenn euch das Muster besser gefällt, dann ignoriert ihr das. Eine grüne Seite mit A. Ah, das Thema hatten wir noch nicht. Ich war gefragt worden, was mache ich? Wir kommen gleich dazu, dann seht ihr es besser. Mit so großen Motiven. Das ist ja auch schön. Oh, Karo. Weihnachtsstern. Nochmal Hasen. Mit Maus. Bär und Bücher, ganz spannend. Karo mit anderen Geschenkanhängern. Toll. Wow. Echt schöne Motive. Jetzt wiederholt es sich. Ich blätter noch mal etwas schneller durch. Dann seht ihr noch mal die Motive. Die sind auch echt goldig, oder? Wenn man die ausschneidet, auf eine Mattung klebt, auf eine Karte klebt, vielleicht noch mit so einem hier. Wo habe ich es? Mit dem Zeug. Da kann man dann einen 3D-Effekt machen mit dem Diamond Glaze. Machen wir dann im Oktober, November. Das finde ich nicht sehr weihnachtlich. Das finde ich sehr, sehr schön für eine Kinderkarte mit den Büchern und den Bärchen. Und jetzt müsste gleich das ganze Motiv kommen. Da war ich ja gefragt worden, was macht man denn mit solchen Seiten? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil wenn ihr ein normales Kartenformat nehmt, dann ist ja dieses Merry Christmas viel zu groß. Entweder ihr ignoriert das und ihr schneidet einfach hier raus Kartenrolling und ignoriert das hier, was steht, klebt hier dann entsprechend einen Gruß drüber, ein Fähnchen drauf, oder aber ihr macht daraus in irgendeiner Form eine Geschenkverpackung, wo man das dann sieht. Das sind so die Möglichkeiten, die mir spontan einfallen. Ich würde es immer ignorieren. Oder die Blätter weitergeben an jemanden, der damit bessere Ideen hat. Ja, das ist der zweite Block und ich habe noch einen dritten Block ergattert. In den habe ich mich völlig verliebt. Den gab es auch sogar nochmal. Ich habe mich ganz dolle zurückgehalten, ihn nicht zweimal zu kaufen. Nennt sich Some Christmas Magic. Auch von 4 Euro auf 2 Euro runtergesetzt, ebenfalls von Craft Sensation. Ebenfalls 2x12 Blätter, also 24 Seiten mit 250 Gramm, ebenfalls doppelt bedruckt. Achso, hier haben wir auch wieder so eine Seite, die ganz flächig ist. Aber wie gesagt, ich würde dann einfach mir hier die Sachen rausschneiden, von mir aus sogar hier die Bäume rausschneiden, daraus eine Karte machen. Ich würde es nicht als Ganzes nutzen, oder aber ich würde einfach die Rückseite nehmen. Ich blätter durch, dann seht ihr die Rückseite. Ich klappe es immer erst einmal so um, dass ihr grundsätzlich seht, was ist die Rückseite, aber dann seht ihr sie falsch rum. Das heißt, ich blätter es bis zum Ende durch. Ich liebe die Farbe und Punkte mag ich doch eh. Ne, auch da würde ich das hier nehmen. Und dann hier würde ich, keine Ahnung, abstrakt arbeiten oder was ausstanzen, dass man gar nicht mehr groß erkennen kann, was es ist. Damit würde ich so arbeiten. Oh, ist das toll, oder? Oder ich würde einfach die Rückseite nehmen. Na, auch hier. Das passt jetzt gar nicht auf eine Karte.
Das macht wenig Sinn, dass irgendwie, da würde ich hier mit den ganzen Resten arbeiten, das hier ignorieren oder aber einfach diese fantastische Rückseite nehmen. The same hier. Ne? Ich würde einfach immer mir hier Sachen rausschneiden oder die Rückseite nehmen, wobei die Rückseite hier auch ein ganzes Blatt ist, sehen wir gleich richtig rum. Sternenhimmel mit Muster. Schön, oder? Ist der nicht edel? Machen wir mit zum Sternenhimmel. Sind wir schon? Nee. Punkte. Gucken wir uns gleich an. Ich finde das so schön. Das ist vor allen Dingen, das muss ich nicht für Weihnachten nutzen. Ich finde das so schön. Damit könnte ich mir auch anderes vorstellen. So, jetzt sind wir durch. Jetzt fängt es von vorne an. Das war das Muster eben von dem Blatt. Dann haben wir das hier. Hier habe ich natürlich die gleiche Schwierigkeit. Das ist zu groß, um das auf so eine Karte zu kleben. Aber ihr könnt einfach, wie gesagt, hier euch Sachen rausschneiden als Aufleger. Könnt ja vielleicht sogar hier die Rentiere nehmen und das so nehmen. Das ist schon alles absolut vorstellbar. Jetzt bin ich gerade deshalb irritiert, weil es jetzt erst anfängt, doppelt zu werden. Mag sein. Ihr habt vielleicht einen Augenblick besser aufgepasst. Hier haben wir, die kann ich mir auch quadratisch ausschneiden oder aber ich gehe hier einfach am Rand entlang und schneide es irgendwie aus. Man sieht ja nicht, oder man, also ich mache es euch vor, was ich meine. Also ich kann es entweder gerade ausschneiden, das mache ich aber jetzt nicht. Also ich schneide es jetzt kurz aus. Was schneide ich mir denn für eine Rückseite? So, und wenn ihr dann sowas habt, dann habt ihr ja hier schon die perfekte Sicht, dass es völlig egal ist, wie es geschnitten ist. Das heißt, ihr könnt hier einfach so ein bisschen, so wie es gerade kommt, schneiden. Ihr müsst ja gar nicht darauf achten, wie jetzt tatsächlich der Umriss ist, sondern einfach schneiden, so dass man kein Weiß mehr sieht. Und dann könnt ihr es eben entweder auf eine weiße Mattung aufkleben oder wie auch immer. Also es ist bei sowas, das ist ja geradezu dafür da, dass ihr damit frei agieren könnt. So, und jetzt zeige ich euch das gerade mal. Also ich habe das lediglich als Orientierung genommen und ansonsten das so ausgeschnitten. Und jetzt kann man das auf so eine Karte aufkleben, passend zu den Farben, die wir hier haben. Ne, das wird ja schon passen, wenn ich das jetzt hier irgendwie mit Abstand aufklebe oder noch eine weiße Mattung hinterpacke. Also das mit sowas kann man immer sehr schnell Karten machen. Auch hier würde ich wieder nur einzelne Bestandteile aufkleben, vielleicht noch ein Rentier hier vorkleben oder stempeln. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Tolle Farben, oder? Es ist nicht so ganz klassisch Rot, Grün, Gold oder Blau, Silber, sondern es ist so mal ganz anders. Und wie gesagt, das ist ja für mich jetzt auch gar nicht unbedingt weihnachtlich, sondern das ist, finde ich, kann man auch ganz tolle Männerkarten mitmachen. Und das finde ich sehr schön. Ja, sind tolle Papiere bei. Finde ich. Und für 2 Euro habe ich mich da sehr gefreut. Aber ich habe auch noch etwas Reguläres gekauft. Und zwar weitere Washi-Tapes. Weil ich ja, wie ihr wisst, habe ich ja noch nicht so viele. Ich muss nur gerade gucken, wo sie gelandet sind. Da. Und zwar für 1,49 Euro nicht reduziert. Regulärer Preis für reguläre Washi-Tapes. Und ich fand die so wunderschön. Ich habe nicht so 100% erkennen können, was es für Motive sind. Und wir können mal gerade gemeinsam schauen, ob wir es rausfinden. Es könnte ein Eis sein. Es könnte ein Eis sein. Ein Eis. Dann haben wir hier ein marmoriertes Papier. Oder marmoriertes Washi-Tape. Oder marmoriert wirkendes Washi-Tape in blau-grün. Schaut mal, sehr schön. Dann haben wir, keine Ahnung, Blätter. Bin selbst gespannt. Also schaut unbedingt mal, Teddy, Cody, alle die Weihnachtssachen hatten, teilweise auch Baumärkte, wobei Baumärkte verkaufen direkt nach Weihnachten alles ab. Und dann ist im Januar im Normalfall echt nichts mehr da. Ich würde sagen Blätter. Sehr schwach. Aber wenn man es gleich auf Weiß aufklebt, dürfte man es besser sehen können.
Dann haben wir hier, ich habe schon echt überlegt, ob das Alpaka sein sollen. Ich sehe da Alpaka. Seht ihr da auch Alpaka? Da sind doch Füße. Damit so ein bisschen Glitzer. Finde ich sehr süß. Dann haben wir hier ein grün kariertes. Und wir enden gleich. Ne, das ist schlicht grün kariert. Und wir enden hiermit, was ich auch ganz putzig finde. Weil so dezent, das schimmert so ein bisschen, aber es ist nicht zu kitschig mit Love und ein paar Glitzerherzchen. Und damit basteln wir jetzt gerade noch mal eine Kartentechnik, die ich euch zeigen möchte. Da habe ich doch auch schon was vorbereitet. Ich habe mir gerade nur selbst alles wieder zugelegt, was ich vorbereitet habe. Ah, manchmal bin ich geschickt. Mal gerade einmal den Müll entsorgen. Das ist ja doch leider wieder recht viel Müll. So, und zwar habe ich mir diese Karte und diese Mattung bereitgelegt und wollte euch zeigen, wie schnell und einfach man, jetzt muss ich nur mal gerade gucken, ob das Stempelkissen, was ich mir rausgesucht habe, farblich zu den Washis passt. Gerade einmal schauen. Das könnte nämlich zu kräftig sein. Oh ja. Das ist ein bisschen sehr kräftig. Passt mal auf, dann machen wir hier Trick 17. Dann nehmen wir einfach schwarz. Ich glaube, das ist jetzt am einfachsten. Ich glaube, das hier passt auch nicht. Dann nehmen wir doch einfach schwarz. Und arbeiten damit. Und ja, ihr könnt nämlich einfach irgendwo diesen Stempel aufbringen. Und dann mit den Washi-Tapes einen Rahmen machen. Und ich hatte euch ja gesagt, wir machen nur noch Techniken, wo ich es um die Ecke knicke. Aber hier habe ich jetzt keine Ecke. Das ist aber nicht schlimm. Also entweder ihr verstärkt das Ganze mit Klebstoff oder aber ihr geht das Risiko ein. Meine Alpaka stehen jetzt Kopf, wenn es Alpaka sind. Stört mich das? Ja, ein bisschen. Dann nehme ich ein anderes. Wenn ihr hier so ein unruhiges Ende habt, könnt ihr es gerade abschneiden. Wie gesagt, wenn ihr Sorge habt, dass das nicht hält, dann packt doch hier einfach ein bisschen Klebstoff drunter. Und das andere klebt ihr gleich um die Ecke und dann passt das wieder. So. Mal gucken, dass ich auch gerade bin. Dann nehmen wir das Love. Da müssen wir nur mal gerade genau andersrum arbeiten. Und was hatten wir? Das über Eis hatten wir gesagt, ne? Karo hatten wir, egal, dann nehmen wir jetzt das Eis. Und jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr noch eine zweite Reihe machen wollt. Dann könnte ich das hier eben machen. Ich mache das jetzt mal. Da könnt ihr natürlich auch andere nehmen. Ich nehme jetzt mal dieselben und ich nehme auch einfach das Ganze gegenüber. Das müsste doch eigentlich ganz gut passen und gut aussehen. Das hatte sich eben etwas abgelöst. Das war nicht gerade.
Oh, das geht kaputt. Das ist ja echt ärgerlich. An welcher Stelle hast denn du Schwierigkeiten und warum? Wenn ihr solche Bänder habt, einfach umso langsamer arbeiten. Wenn ihr ganz langsam arbeitet, kann es eigentlich nur funktionieren, weil ihr nämlich mitbekommt den Augenblick, an dem es anfängt auszubrechen. Ich habe hier nämlich offensichtlich erst beim Schneiden so ein bisschen was passiert und dann kann das schon mal ausreißen und da hilft Langsamkeit. Ach ja, 100% gerade ist es nicht. Das Love ist aber, glaube ich, schon nicht 100% gerade. Ihr wisst doch, Perfektion, ne? Wird überbewertet, auch in 2022. Und das Love kommt noch hier unten hin. Das passt jetzt nicht mehr so ganz. Das macht aber auch nichts. So, und dann kann man es abheben. Und dann einfach alles um die Ecke kleben. Hier kann man erst den kleinen Rand um die Ecke und dann das große. Ich hätte mein Stempelkissen zwischendurch mal zumachen können. Und eigentlich wollte ich nicht mit Mattung arbeiten, aber jetzt denke ich doch drüber nach. Mit einer ganz kleinen. Das machen wir auch. Das hier war 13,8 mal 9,5. Das heißt, wir nehmen 14,2. Huch. Egal, mal 9,9. Andersrum wäre klüger gewesen. Das ist aber nicht schlimm. Da kann man immer noch Aufleger mitmachen. Also keine Mattung, aber Aufleger. So, dann wollen wir doch mal unseren neuen, den ich entweder nicht zugemacht habe oder der wieder aufgegangen ist. Ach so, nee, weil ich hatte ja zwischendurch geklebt, sowas. Und dann kann ich hier meinen Kleber aufbringen, fixiere damit auch nochmal die Washi-Tapes. Und jetzt höre ich euch schon eine Sache sagen, ja, aber ich habe ja nicht so einen viereckigen Stempel. Wenn ihr denkt, dass ihr mich damit beeindrucken könnt, dann kann ich euch sagen, nö. Weil, wenn ihr keinen viereckigen Stempel habt, dann macht ihr euch einen. Weil eigentlich ist ja das Muster, wie ich das Washi-Tape aufklebe, ergibt ja das Quadrat und nicht der Stempel. Also der Stempel unterstützt das Ganze in dem Augenblick. Ich hole euch mal ganz näher ran. Aber wir nehmen jetzt mal das Gleiche nochmal. Ich habe hier noch mal was vorbereitet. Also wieder, das war die Karte gerade. Jetzt habe ich das Gleiche quasi nochmal. Und wir nehmen jetzt mal diesen Stempel. Und den klebe ich dahin. Klebe ich, stempel ich dahin. Und dann kann ich wieder loslegen. Wir wollen mal diesmal mit denen hier arbeiten. Ich muss nur kurz nachdenken. Ich kann ja hier spinksen. Genau. Dann setze ich einen dahin. Gerade. Dann, welches habe ich eben nicht benutzt? Das Eis, ne? Doch, ich habe das Eis benutzt. Das Marmoriert habe ich nicht benutzt. Das passt aber jetzt auch hier nicht so gut zu. Wir nehmen das Eis wieder. Hä?
Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich erst den anderen Streifen mache. Was nehme ich? Die Blätter. Klebe das im rechten Winkel hoch. Dann kommt das Eis im rechten Winkel. Und dann das Karo im rechten Winkel. Also mit anderen Worten, das geht mit jedem Stempel. Und wenn ihr sagt, ja, aber das andere wird doch viel schöner, ja, auch das können wir machen. Einen kleinen Augenblick. Wenn man gerade alles um die Ecke kleben, das ist aber schön schief. Gerade gucken, ob ich das nicht besser hinkriege. Und Karte, auch da sieht es mit der dunklen Mattung definitiv besser aus. Das ist jetzt ein bisschen schade, die ist so klein. Entweder, oh ja, mal eine ganz schwarze Mattung. So, nehmen wir die. Und das ist auch 9,5 mal 13,8, dann geben wir diesmal nur 3 mm. Das heißt 14,1 mal 9,8. Das würde ich jetzt sogar tatsächlich noch verzieren, irgendwie mit Pailletten oder so. Oder mit, wie heißen sie? Perlenpennen. Ha, guck mal, da mal ein Probeblatt. Bei mir wird ja alles immer doppelt verwendet, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und seht ihr, wie toll das klappt? Also das ist der vom Muli. Perfekt. Also ich kann diese Präzisionsklebeflaschen tatsächlich wärmstens empfehlen. Ist doch mal eine schlichte Männerkarte, oder? Könnt ihr nicht widersprechen. Ich gucke mal gerade, was man hier noch so hinkleben könnte. Oder hier. So Nupsis, so kleine Pünktchen wären cool. Ich gucke gleich. Wir machen gerade noch die dritte Karte, weil ich höre euch immer noch schreien und sagen, ja, aber so einen Stempel habe ich auch nicht. Und dann möchte ich euch sagen, aber ihr könnt es doch tatsächlich mit jedem Stempel machen. Guck mal, das treffe ich auch nicht besser als die Dinge. Nehmen wir zum Beispiel das hier. Habe ich so süß von Cats and Apple Trees. Das hier war Hein Design. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich denke dran. Na komm. Und ihr könnt doch aus jedem Stempel etwas rechteckiges, quadratisches machen, indem ihr einfach ein Lineal und einen Feinliner nehmt. Wer will euch das denn verbieten? Ich habe hier meine Linien, die ich zu Hilfe nehmen kann. Und dann kann ich hier mir einen Rahmen ziehen, wie ich ihn selbst haben möchte. Ich arbeite mit einem rechten Winkel. Ich kann sogar überlappen. Das mache ich jetzt sogar immer sehr bewusst. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie weit. Da werde ich gleich vielleicht nochmal nachmalen müssen.
Das kriege ich, glaube ich, gerade noch so freihand hin. Und jetzt könnt ihr, ja, es wäre vielleicht sogar ohne Überlappung besser gewesen, aber es geht auf jeden Fall auch mit. Ich überlege, ohne Überlappung wäre bei dem jetzt besser gewesen, aber grundsätzlich gesehen könnt ihr es. Wisst ihr was? Die machen wir auch jetzt wieder weg. Ja, die sieht man. Dann lassen wir sie. Ha, jetzt passt meine Grundkarte nicht mehr farblich. Die hatte ich mir dafür zurechtgelegt. Die finde ich jetzt, ja doch, es geht noch, aber es ist schon... schon nicht ganz passend, obwohl wir probieren es gleich aus. Wo ist es hin? Da. Auch hier ist es nicht sauber geschnitten. Seht ihr das? Und dann muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht einreißt. Also man merkt schon qualitative Unterschiede bei den Washis. Wobei lustigerweise, ich habe mir mal, ich habe richtige teure im Rahmen von meinem Buch bekommen. Die haben mich nicht überzeugt. Ich möchte jetzt keine Firmen nennen, aber da war ich echt hoch erstaunt, dass die erstaunlich schlecht waren. Das wird nicht reichen. Ne? Ab da ist es eingerissen. Gerade einmal gucken, ob das reicht. Bis runter, ja, reicht. Einmal um die Ecke kleben. Da würde ich jetzt sogar ohne schwarze Mattung arbeiten. Mal gucken. Oh doch, auch mit. Ist doch da eben ein Stück, was zu klein war. Maika. So, da ich das Maß jetzt nicht weiß, mache ich meinen alten Trick. Ich will nur einen kleinen schwarzen Rand. Ich zeige es euch auf grün. Grün auf grün ist zwar auch nicht so super sichtbar, aber ich glaube besser als gerade. Das heißt, ich will hier ein bisschen abschneiden und hier unten ganz wenig nur. Und dann kann ich das einmal zuschneiden. Dann gucke ich gleich mal einmal, was ich spontan für Sachen habe, die man zum Verzieren nehmen kann. Das hätte man jetzt übrigens auch mit Abstand aufkleben können. Aber ich mache jetzt mal alles relativ plan, ohne 3D-Schaum, irgendwas. Auch weil es Schmierpapier ist, was ich hier verwende. Dann kann man das nicht irgendwie sehen. Das ist dann schon ganz praktisch. Und so habe ich in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ihr seht, man kann die auch in jedem Format machen. Also man kann die im Querformat als auch im Hochformat machen. Und während ihr euch die Karten anguckt, gucke ich mal einmal in meine Schublade, was mir noch einfällt. Was man nehmen könnte. Ich hätte so Pailletten, das finde ich jetzt nicht so schick. Ich habe Halbperlen, ich habe Glitzersteine, ich habe Nieten, die hätte ich eher aufpacken sollen. Ich habe Perlen, das ist auch nicht so günstig. Was ist denn mit solchen Halbperlen oder Glitzersteinen? Die sind schon relativ groß. Finde ich aber gar nicht schlecht, wenn man hier zwei und da zwei hinpackt. Das finde ich schon mal gut. Das machen wir hier. Wobei, wisst ihr was?
hier so eine Schublade mit selbstklebenden. Dann kann ich mir das Leben gerade einfacher machen. Dann kann ich mir auch die Größe überlegen, ob ich die sogar ein bisschen kleiner, aber ich nehme die Größe. So, zack. 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 So, Karte 1 verziert. Karte 2 machen wir kleine. Die packen wir hier hin. Eigentlich müsste ich ja das Werkzeug mal ausprobieren, das ich geschenkt bekommen habe, ne? Aber wenn es so gut klappt und dann bietet sich's an, hier kommen immer sogar die Blümchen. Tada! Na, welche gefällt euch am besten? Und was sagt ihr zu dieser Technik? Es muss kein Stempel sein mit einem viereckigen Rahmen. Ihr könnt um jeden Stempel, jede Stempelkombi einen viereckigen Rahmen ziehen oder einfach ignorieren, dass es einen Rahmen gibt, sondern den Rahmen selbst eben durch die Washi-Tapes machen. Ja, ich bin gespannt, welche Karte euch am besten gefällt. Und das war's heute von mir. Schaut mal, ob ihr noch Weihnachtsreste kriegt. Das nächste Weihnachten kommt bestimmt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis dann. Tschüss.